Also, das sieht man jetzt auch nicht alle Tage, dass die Anhänger und die Fahrzeuge der Feuerwehr mitten auf der Straße stehen. Was ist hier passiert? Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 mit dem Projekt Ostsee. Hier steht das zweite Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Neutorf. Also deshalb auch Neu112, ne? Ja, was ist jetzt hier eigentlich los? Ganz einfach, die Feuerwehr Neutorf zieht um. Ja, das klingt erstmal sehr langweilig, ist es eigentlich auch, aber es gibt gleich eine richtig fette Überraschung, ja, und die möchte ich euch heute gerne in diesem Video einmal zeigen. Und das alte Grundstück, ja, wurde wieder übergeben an den Bauer, der kann sich darum kümmern. Nee, Quatsch, das wird alles neu gemacht. Da kommt wieder ganz normal Standard ein Feld drauf und dann war es das. Ja, und die Feuerwehr Neutorf zieht von Ort zu Ort erstmal um, einmal quasi um die Ecke. Und da wartet auch schon eine Besonderheit: ein brandneues Gerätehaus. Warum das Ganze? Ja, da müsst ihr dranbleiben, liebe Freunde. Das müsst ihr euch unbedingt heute mal anschauen, was eigentlich jetzt hier passiert ist und warum das Ganze. Ja, das wird heute geklärt in diesem separaten Video. Ich wünsche euch viel Spaß wie immer. Lasst mir gerne schon mal vorab einen fetten Daumen nach oben da. Und wir fahren jetzt rauf aufs neue Gelände der Feuerwehr Neutorf. Alter, was ist denn hier passiert? Sag mal. Das gibt's doch gar nicht. Alter, was ist das für ein Gerätehaus? So, ihr habt bestimmt jetzt sicherlich richtig viele mega Fragen dazu. Warum das Ganze? Warum ist das Gerätehaus hier? Warum zieht die Feuerwehr Neutorf um? So, erstmal zum Gerätehaus. Ja, das ist brandneu. Wurde komplett einmal hier aufgebaut auf diesem Feld. Gehört auch dem Bauer, da wo wir vorher schon drauf waren. Das ist auch Eigentum von ihm. Das haben wir jetzt abgekauft. Das ist die Besonderheit und das, ja, gehört jetzt komplett einmal die Feuerwehr Neutorf, beziehungsweise der Gemeinde Neutorf. Und warum jetzt das Ganze? Ganz einfach. Es wurde sich beschwert, ja, über die alte Feuerwehr. Die ist nach und nach auseinandergefallen. Ja, die wurde eigentlich komplett neu gebaut. Das kleine Gerätehaus, wenn ihr euch daran erinnert. Ja, und nach und nach hat man gemerkt, ja, die Wände machen nicht mehr so mit. Da ist schon der Putz abgefallen. Ja, und irgendwann hat man auch schon das Mauerwerk gesehen und irgendwann war da auch schon ein Loch drin. Ja, dann hat es immer reingezogen. Das hat genervt irgendwann. Irgendwann hat es den Leuten dann so derbe genervt, dass sie, ja, sich beschwert haben. Ja, irgendwann war es dann soweit. Dann hat sich der Bürgermeister gemeldet und er hat nach einer Lösung gesucht. So, mit mir zusammen ging es dann erstmal auf Erkundung. Es wurde geguckt, was kann man machen, wie ist man aufgestellt und was kann man jetzt aus dieser Situation am besten machen. Ja, und irgendwann sind wir auf das Gerätehaus gekommen. Was wäre, wenn wir das komplett neu aufbauen, weil es aktuell einen Ansturm von Neulingen gibt in der Feuerwehr, sei es Jugendfeuerwehr oder bei den Aktiven. Es wurde lange gesucht, es wurde lange diskutiert und irgendwann ist dann ein neues Gerätehaus entstanden. Das ging auch ruckzuck, das wurde innerhalb von einem Monat gebaut. Das ist Wahnsinn, erstmal Hut ab, ne, an die Bauarbeiter, die das hier ermöglicht haben. Ja, und zum alten Gerätehaus nochmal, das war dann leider auch so, dass die Feuerwehr zum größten Teil dann draußen in, ja, in der kleinen unbeheizten Halle gesessen haben. Und ja, die haben sich einen abgefroren, weil einfach nichts passiert, es ging nichts voran. Ja, und dann war das sozusagen eine Zwischenlösung und jetzt haben wir endlich eine Hauptwache extra für die Feuerwehr Neutorf. Ist ja eigentlich auch ein ganz kleiner Ort, aber wie gesagt, wir haben halt sehr, sehr viele Mitglieder und deshalb jetzt auch hier. Das ist stark. Also was wir für einen Bürgermeister haben, der sich hier wirklich richtig ins Zeug legt, damit wirklich die Retter hier nur das Beste haben an der Ostseeküste. Ja, und was soll ich sagen? Wir sind hier. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Das wird mega. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ja. Ich kann es immer noch gar nicht glauben. Ja, es gibt eine Besonderheit. Wir haben jetzt nicht zwei Stellplätze, wir haben jetzt drei. Und vielleicht habt ihr schon im Video das dritte Fahrzeug jetzt gesehen.
Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das gesehen habt, jetzt mitten im Video. Und ja, vielleicht ist es euch ja schon aufgefallen. Ja, also die Fahrzeuge werden übernommen, das ist klar. Da werden jetzt keine neuen Autos gekauft extra dafür. Das ist einmal das TLF, dann haben wir hier hinten den MTW, Mehrzweckwagen, je nachdem, ja, wie man das sagen möchte. Das Auto kommt auf jeden Fall mit ins neue Gerätehaus. Ihr könnt auch gerne mal mit in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schade findet, ja, ob das jetzt blöd ist, dass wir jetzt umziehen oder ob ihr das sogar besser findet. Das liegt halt auch daran, die Feuerwehr Neutorf, obwohl man das jetzt in meinen Videos jetzt aktuell nicht so gesehen hat, hat wirklich verdammt viele Einsätze. Das liegt daran, dass wir einen Anschluss haben zur Nachbarstadt, das ist so eine Kleinstadt. Da ging öfters die Post ab und ja, da ist die Feuerwehr Neutorf wirklich sehr, sehr oft in der Woche ausgerückt und musste die Kollegen unterstützen. So, und seitdem sind wir einfach gut aufgebaut. Wir haben ein neues Gerätehaus, wir haben ein neues Fahrzeug jetzt bekommen, wir haben viele neue Mitglieder und das ist die Besonderheit. So, und deshalb ist das Gebäude auch so groß geworden. Ja, das ist natürlich jetzt kein Vergleich zum alten Gerätehaus, aber hier musste auf jeden Fall was passieren und das ging schon echt verdammt schnell. So, wie machen wir das am besten? Wollen wir? Wir holen uns erstmal das Fahrzeug. Ja. Das habt ihr jetzt sicherlich schon gesehen. An alle, die das jetzt richtig getippt haben, das Auto wartet schon hier hinten. Ja? Guckt euch das mal an. Ja, das ist nichts Modernes. Das ist ein Robur, ein Elo-Robur als Löschgruppenfahrzeug. Das ist schön, oder? Ein LF8 kommt ab sofort in die Feuerwehr Neutorf. Ist das geil oder ist das geil? Ja, das ist ein alter Klassiker, das Fahrzeug. Ja, das hatte ich auch damals schon im LS17, im LS19 glaube ich auch. Und jetzt halt auch endlich im LS22. Das ist stark, auch mit den Pollern hier, ne, dass das automatisch runterfährt. Da sind auch natürlich Sensoren dran, die alles steuern. Und das Auto passt ja einfach richtig schön rein, finde ich. Ja, das passt so von den anderen Fahrzeugen und vom Gerätehaus irgendwie auch. Ja. Wenn ihr das genauso findet wie ich, dann einfach mal kommentieren. Aber jetzt erstmal zum Gerätehaus. Ich würde sagen, wir gucken uns das erstmal direkt an, was eigentlich jetzt hier alles drin ist, was wir für Technik haben, was ich euch alles zeigen kann. So, erstmal kann man, was ich ganz, ganz cool finde, weil das halt auch alles ein bisschen moderner ist, kann man das Licht mit einem Smartphone aktivieren und deaktivieren. Also einschalten, ausschalten. Da musst du eine passende App runterladen. Da scannst du einfach den QR-Code und dann kannst du das Licht ein- und ausschalten. Es geht auch nach und nach an. Ist auch richtig hell erleuchtet, auch wenn es dunkel ist draußen. Ne, das ist mega. Da gibt es ja auch Gerätehäuser, die dann trotzdem dunkel sind, obwohl Licht an ist. So, aber hier ist das ein bisschen anders, ein bisschen cooler. Das ist hier der Schulungsraum. Ja, ist nicht allzu groß. Büro ist auch mit dran. Und so eine Art kleine Leitstelle. Von hier können auch Einsätze disponiert werden. Und ja, dann haben wir eine große Leinwand, die man auch verschieben kann. Die ist fest an der Wand dran montiert, also der Arm. Und der Bildschirm ist da oben dran befestigt. Und ja, hier kann man sich versammeln. Hier kann man sprechen, Dienstabende machen etc. Alles, was eben so ansteht. Und hier ist der Drucker, da kommt das Einsatzfax raus. Ist auch nochmal komplett separat gekoppelt mit einem eigenen Server, den wir hier im Gerätehaus haben. Hier haben wir so ein gelbes Fliegengitter, da kann man durchgehen und dann kommt man auch schon in die Umkleideräume. Da haben wir auch nochmal einen großen Monitor. Also das ist so krass. Also wenn man das ehrlich mal vergleicht mit dem alten Gerätehaus, also da kann man das echt nicht glauben, was man alles jetzt hier bekommen hat, ja. Ich will gar nicht wissen, wie teuer das Ganze war hier. Also ja, überhaupt nicht. So, hier vorne haben wir einen einzelnen Spind, das ist für den Einsatzleiter, ja, beziehungsweise Gruppenführer. Ach nee, Gruppenführer sind hier, die drei. Hier vorne ist Einsatzleiter, der ist immer separat, damit der wirklich am schnellsten zum Einsatzfax kann und als erstes in den Fahrzeugen sitzt, wenn alles passt. Ansonsten haben wir hier noch Ausrüstung, extra ein richtig großer Gang, auch mit Ofen. Kann man auch beheizen alles hier mit Ofen oder halt mit Fernwärmeheizung. Hier ist nämlich alles drin in den großen
Regalen, was man braucht für die Fahrzeuge. Wir sind richtig gut ausgestattet. Wir können außerdem auch die anderen Feuerwehren in der Ostseeküste oder auf der Ostseeküste versorgen mit Equipment. Dafür ist das Gerätehaus auch gedacht. Also entweder machen wir das, versorgen die anderen oder die kommen her. Je nachdem, was gerade fehlt oder was ansteht oder je nachdem, was am schnellsten jetzt gebraucht wird. Ja, und dann kann man das sich aus dem Lager nehmen. Ja, und dann haben wir hier die große Fahrzeughalle. Hier passen eigentlich noch mehr Autos rein. Könnte man machen, aber dadurch, dass wir die Anhänger haben, die wir hinten reinstellen müssen, ist das wichtig, dass wir die erstmal reinstellen und nicht zwei Autos hintereinander haben. Ja, ansonsten etwas ganz, ganz Cooles. Guck mal, der Livestream ist offline. Das ist auch auf meinem Kanal zu sehen, wenn ich streame. Und hier steht Sirene auslösen, Taste X drücken. Das ist nicht die Taste X, das ist hier nämlich die linke Maustaste. Jetzt hört euch das mal an. Funkstelle für Alarmierung. Das ist stark, ne? Das ist richtig, richtig cool gemacht. Schön alles aufgebaut. So, dann läuft die durch. Dann kann sie dann hier wieder deaktivieren. Funkstelle für Alarmierung. Funkstelle für Alarmierung. Funkstelle für Alarmierung. So, kann man wieder ausmachen. Genau. Ansonsten kann man auch die Tür wieder hier zumachen per linke Maustaste. So, oder halt wieder auf. Und das haben wir dann auch an der Tür und bei den Gerätetoren. Die kann man entweder manuell öffnen oder wenn man mit dem Auto ranfährt, kann man das auch automatisch hochfahren lassen. Da sind auch Sensoren installiert worden, dass das automatisch hoch und runter geht. Und dann kann man eigentlich auch schon losfahren. So, ansonsten, was ich auch cool finde am Gerätehaus, wir haben vorne auch Markierungssymbole, dass man da wirklich absolut nicht halten oder parken darf. Das vergessen die meisten Leute einfach. Aber eigentlich kommt man auch so leicht nicht rauf aufs Gelände. Hier sind ja die Poller. Also wenn man da keinen Schlüssel für hat oder keine Fernbedienung, dann kommt man ja sowieso nicht rauf hier aufs Gelände. Das ist ja auch die Besonderheit. Also das ist ja wirklich mal kein Gerätehaus, was hier genau vorne an der Straße ist. Wir haben extra diesen langen Gang. Das wurde extra auch so gemacht, dass wir hinten unsere Ruhe haben und da unsere Dienste durchführen können. Und ja, das sieht schick aus, ne? Mega. Das passt richtig, richtig gut rein, das Gebäude hier. Ist auch ein bisschen abgelegen vom Ort. Hier neben ist der Bauernhof der einzige, den es gibt in Neutorf. Und ansonsten kommen hier erst die Wohngebäude. Richtig, richtig schön gemacht. Ich muss mir jetzt erstmal die Anhänger holen, ne? Die darf ich nicht vergessen. Ansonsten stehen die hier ewig auf der Straße und da passiert nur irgendwas. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? So. Jetzt stehen die natürlich so gut, dass ich da ja nicht rankomme. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt rangeht. Doch, der geht. Sieht natürlich ein bisschen komisch aus dann, ne? Ich glaube, das Telef ist da viel besser angebracht. Das ist merkwürdig, also wenn der Anhänger so weit nach oben steht. Aber es funktioniert, das ist ja schon mal top. Das ist bei den MTW im Mehrzweckfahrzeug leider nicht so. Da funktioniert aktuell die Anhängerkupplung noch nicht. Wäre natürlich wünschenswert, ne? Wenn das funktionieren würde, dann könnte man wenigstens auch da was anhängen. Ansonsten können wir uns auch überlegen für den Robur, dass wir uns hier noch einen TSA mit dazu holen, den wir dann ranstellen. Ich glaube, das passt ein bisschen besser, da die Zugachse auch ein bisschen besser gelegen ist dann. Müssen wir nochmal gucken. Also mit Anhänger müssen wir uns auf jeden Fall ausstatten, damit wir hier auch Ausrüstung gut mitnehmen können. Denn alles kriegt man auch nicht weg auf den Fahrzeugen. Das ist auch das Einsatzfahrzeug hier, wo man am meisten auch Leute wegbekommt, was halt auch am meisten ausgestattet ist. Das ist beim TLF nicht so, da können halt nur 3 Leute mitfahren insgesamt. Ist jetzt nicht so viel, hat aber dafür am meisten Wasser mit dabei. So, deshalb ist halt trotzdem wichtig, dass wir Anhängerkupplungen haben an jedem Fahrzeug, was auch funktioniert. Und dass wir natürlich dann auch alles wegkriegen. Hier sieht es ein bisschen besser aus. Ja, das funktioniert eigentlich, ne? Sieht gut aus. Hängt auch ein bisschen hoch, aber es geht. Das sieht ein bisschen realistischer aus, dann, wenn man dann damit zum Einsatz fährt. So. Hat natürlich auch das klassische Horn mit installiert, das Fahrzeug.
Ich glaube, zu den Funktionen kommen wir einfach mal in den nächsten Videos, wenn wir da die ersten Einsätze haben. Wenn es welche gibt, wo ich euch mitnehmen kann, wenn ich nicht gerade wieder in einer anderen Feuerwehr unterwegs bin, denn wie ihr wisst, hier passiert ja wirklich sehr, sehr viel an der Ostseeküste und hier muss halt immer wieder was verschönert werden, verbessert werden, gebaut werden und deshalb kann ich halt nicht immer überall sein. Das geht einfach nicht. Also dafür habe ich einfach zu viele Feuerwehren und zu viele Sachen, die ich halt machen muss. Zur selben Zeit geht das dann halt natürlich nicht. So. Gut. Aber ansonsten sind wir jetzt erstmal durch und ich muss ja erstmal sagen, ein fettes Dank geht raus an das LSFT-Modding-Team. Nee, also ich zeige euch das nochmal, das heißt ja nicht mehr LSFT, so wie es damals hieß, das heißt ja LSEM. Das muss ich euch einfach zeigen, da sich da auch ein bisschen was geändert hat intern in der Modding-Gruppe. Deshalb LSEM, beziehungsweise Benny, wenn du das siehst, vielen, vielen Dank dafür. Also du hast hier wirklich wieder gute Arbeit geleistet, hast dir was richtig schön auf die Beine gestellt. Und wenn ihr jetzt fragen solltet, Leute, ob das zum Download kommt, kann ich euch bisher noch nicht sagen. Also bisher weiß ich nur, dass das noch privat ist. Ob sich das noch ändert, weiß ich so jetzt nicht. Falls jetzt irgendwie Fragen auftauchen sollten, ob ihr das haben dürft oder nicht. Ansonsten halt, wie gesagt, nur klassisch für den PC und nicht für Konsole verfügbar. Da gibt es ja auch mal viele, viele Fragen. Gut, Leute. Dann war es das erstmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ob ihr vielleicht noch Änderungswünsche habt, etc. Alles mit unter dem Video rein. Und dann sehen wir uns wieder in alter Frische in der nächsten Folge. Macht's gut. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und ciao.